Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Anno 1404. Unserem unfassbaren Imperator-Szenario. Ja, wir sind gerade das haben abzuliefern. Haben wir unser Vertrauen zurecht? Ihr viel Spaß damit. Ihr habt euch als... Wir waren dabei, hier die Versorgung aufzustellen, damit wir in der Lage sind, diese Stadt hier endlich hochzuziehen. Und wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, dass wir ganz schön hart nach hinten losgehen mit der Versorgung. Denn wir haben jetzt schon einen riesigen Haufen an Patrizier, die irgendwann am rumstehen werden. Und warum ist dieser... Ihr könnt in einer wichtigen Staatsangelegenheit von großem Nutzen sein. Hör auf damit. Wir legen sie vertrauensvoll in eure Hände. Moment, was? Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, Schiffe, bitte intervenieren. Räumt auf! Einfach alles wegbombardieren. Schiffe haben die Blockade erfolgreich beendet. Der Kaiser ließ sich auch auf noch mehrfache Warnung des Hofklerus nicht davon abhalten, mit den Hexen zu sprechen. Ah ja. Ja, hier bitte. Willkommen. Willkommen zurück. Warte, Flagge irgendwo? Sprecht. Wir brauchen die Reihe noch zwei. Zu unserer Zufriedenheit erledigt. Klar. Es gefällt uns, wie gehorsam ihr eure Pflicht gegenüber eurem Kaiser erfüllt. Ein gutes Aber wir Geschäft. Brauchen noch zwei weiße Flaggen. Ich werde den Imperator nicht für beendet erklären, ehe wir nicht die weißen Flaggen haben. Wenn ihr die steht und wir zwei Paläste kriegen. Das ist, worum es hier geht. Es gilt eine drohende Krise. Karte zum Exil. Haben wir die ganze Aufgabe nicht schon mal gemacht? Die kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, die haben wir schon mal gemacht. Warten. Egal, geht euch einfach mal ganz kurz aus der Stadt hier unten die Ressourcen holen. Dann wird das schon gehen. Gut, hier. Müssen wir schauen. Wie wir das am besten angehen. Hier fehlt auch eine ganze Menge. Wie viele Minuten wurden wir zurückgesetzt beim letzten Absturz? Nicht die geringste Ahnung, aber ein paar offensichtlich. Ich schaue kurz, wie wir den Platz hier am besten verwenden können. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Na, nicht wirklich. Diese Stelle ist lästig. Was hältst du halt davon, wenn wir diesen Übergang hier erstmal ignorieren? Und einfach so weiter bauen, als wenn die was gewesen wäre, indem wir uns hier dieser ganzen Angelegenheit bedienen und den Streifen weiter... so rumziehen. Ich würde sagen, bis hierhin würden wir dann so ziehen. Und ich glaube, das wäre das Sinnvollste. Eine Produktion. So ist es recht.
dann machen wir das dann so. So, es ist ganz genau perfekt mit dieser Sache hier. So, dann setzen wir natürlich die hier. Die randlosen Kanäle. Weil die einfach deutlich weniger anstrengend sind zu setzen. Als diese ganze Ketzerei hier unten. Und wirklich der ästhetische Unterschied gar nicht so groß ist. Denn ich möchte tatsächlich irgendwann fertig werden mit der ganzen Angelegenheit. Unvorstellbar, ich weiß. Ob wir dann Verbindung ziehen, das bleibt abzuwarten. Gut. So ist es plausibel, würde ich sagen. Und dann müssen wir schauen, was wir noch anbauen möchten. Ich würde sagen, wir sorgen erstmal für ein paar Stoffe. Vier Schafweiden, dann haben wir das. Ich denke nicht, dass wir viel mehr als das brauchen würden. Ich hoffe nicht, dass wir viel mehr als das brauchen würden. Einer ihrer Betriebe stellt. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Wunderbar. Verkauf uns weiter deinen Scheiß. Kauf weiter unseren Scheiß. Warum? So, so. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Nein. Gut, die Frage ist, stellen wir Fleisch hierher oder importieren wir das von woanders? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Also wir wissen, dass wir Lederwämser werden importieren müssen. Von wo bin ich mir nicht ganz sicher? Von hier würde ich schätzen. Vielleicht. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Können wir von hier aus noch Lederwämse und weiteres Fleisch rüberziehen, wenn die nämlich hier keine Probleme verursachen? Fleisch macht keine Probleme. Wämse machen keine Probleme. Damit sind wir als zum. Ja. Hier haben wir absoluten Überschuss an dem ganzen Kram. Wenn wir die Versorgung hier also entsprechend noch ein bisschen verstärken, dann können wir damit ohne weiteres eine zweite Stadt unterhalten. Und Bier könnten wir auch hier herstellen. Wenn wir hier Kräuter rüberbringen. Dann kann diese Insel beide Inseln versorgen. Dann ist das, was wir machen werden. Aber zuerst einmal. Die Ressourcen. 300 Tonnen Holz, 300 Tonnen Stein, 50 Tonnen Glas. Jetzt sind das 150 Tonnen. Jetzt sind es 300. 1, 2, 3, 4, 5. Und
und einfach 4 Stacks mit Stein voll machen. So, und hoch damit. Euer Besuch. Was sagt unser Flaggenmann? Eines alten nix, Mannes. Nix. 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 Euer Ruf eilt euch voraus. Keine Flaggen bei diesem Flaggenmann. Sprich schon, meine Zeit ist knapp. Treuer Kanonier einfach, ein Tauberkanonier. Als würden wir bei den Korsaren einen treuen Kanonier finden. Dann noch Korsaren. Wie steht es um die Erfüllung eurer Pflichten? Schweigt, wir sind am Arbeiten. Das bedeutet, wir könnten ohne weiteres noch weitere Stoffe hierher schaffen. Nur um ganz sicher zu gehen. Nein! Nun, habt ihr Gutes über den euch anvertrauten Auftrag zu berichten? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht wirklich einfach. Das passt ganz knapp zusammen. Eine das Produktion kommt. Wohlan. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Nein, passt. Bei 5. 5 ist richtig, genau. Er braucht eine 5. Wichtige Staatsgeschäfte warten. Es ist unser Wunsch, dass ihr euch dieser Angelegenheit widmet. Sicher ist sicher mit den Stoffen. Eine Produktion kommt zum Ende. Kein Mauerstein. Weil diese wunderbar über Straßen gesetzt werden kann. So, kein Mauerland. Venedig bitte. Da. So. Hier sind geschüttelt, das Lächeln wieder aufgesetzt worden, alles läuft in geordneten Bahnen. Damit es so bleibt, möchte Kaiser drei Frauen so weit wie weg von Theros wissen, suchen sie einen geeigneten Ort. Sag. Aber warum? Okay. Wie dem auch sei, 25 Tonnen Proviant. Pro Insel. Kommt nur und seht. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Damit lassen wir unsere eigenen Karten. Ein Wer brennt jetzt schon wieder? Handel. Ihr seid einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Doch, ihr seid im Einflussbereich eines Reparaturkranz. Nee, ihr seid nicht. Die eine Hütte ist natürlich nicht. Und natürlich geht die von Flammen auf. Unmögliches Gewürm. Das geht nicht, weil er eine Straßenanbindung braucht. Gut, das wird niemand sehen. Oh nein, da kommt ein Dreieck drüber. Hauptsache, der Lappen hört auf zu brennen. Und sonst können wir ihn gleich einfach wegtun. Jetzt kannst du Wie erzählen. Ist das Speicher jetzt schon aufgebraucht? Hat dir ein Loch in die Geldbörse gebrannt. Wie? Okay, warte, hier haben wir 75 Tonnen Proviant drin. Die wir brauchen werden. Nein, gib das her und tu das wieder rein. Drei Inseln. Kartografieren gehen. Quick Save. Wenn das Spiel sagt, dass der Speicher aufgebraucht ist, müssen wir sofort panisch reagieren und speichern. Oh, wir müssen das Imperator-Szenario hinter uns kriegen, das ist unglaublich. Aber ich will das immer noch zu meinen Bedingungen machen. Nicht zu den Bedingungen des Spiels.
Insofern wird weitergearbeitet. Ihr werdet wieder von mir hören. Das fürchte ich auch. Das ist auch angeschlossen. Hier können wir die Straße noch komplett anbinden. Ganz genau, ein zu klein für die meisten Produktionsgebäude. Na, das wird schon passen. Was müssen wir eigentlich noch herstellen? Was können wir hier noch herstellen? Wir könnten von hier einfach das Getreide herziehen, hier noch Kräuter anbauen, da können wir Bier hier selbst herstellen. Nicht, dass es wirklich nötig wäre, um ehrlich zu sein. Oder was können wir jetzt tun? Bücher, Kerzenleuchter. All diese Sachen. Das, okay, wir müssen herstellen Brot. Kriegen wir aus Mehl her, also müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Wir importieren einfach riesige Massen an Mehl, dann läuft das. Bier müssen wir herstellen, Wemser müssen wir herstellen. Also Bier und Wemser. Leinkutten müssen wir nicht herstellen. Fleisch und Kartoffelschnaps müssen wir selbst herstellen. Moststoffe und Holz. Ebenso wie Salz. Ich würde sagen, wir beginnen bereits mal eins. Oh, wir haben ja ein bisschen Fleisch übrig. Wir könnten ja ein wenig Fleisch selbst herstellen. Müssen wir das? Wir können das ganze Zeug hier herstellen, dann läuft das. Ebenso wie das Bier. Spannen wir uns hier Platz in die Luft, dass wir Moss und Kartoffelschnaps setzen können. Also je mehr wir outsourcen können, desto besser. Das ist der einzige. Na gut, wir haben noch diese Schiffe hier. Pegasus. Fangen wir mal an. Eine Route. Venedig, Kapes einfach mal. Von hier nach dort. Isla Sirena wird ausgeladen. Sechs Sachen können wir da ausladen. Bücher sind sehr wichtig. Kerzenleuchter. Wir haben sechs Plätze frei, die wir damit verteilen können. Unser Speicher ist aufgebraucht. Machen wir die ganzen Besitzsachen, dann wird das schon laufen. So. In Bergenfurt wird von allem etwas eingeladen immer. Das Schiff, das sich darum kümmern wird, ist die Pegasus. Viel Spaß. Route erstellen.
Venedig, Versorgung. Geht von der Weltstadt Scheffelsberg zu diesem Konto von Isla Serena. Eingeladen werden Gewürze und Kutten. Wir könnten Fleisch da unten herstellen. Da können wir das da machen. Das, wenn da ist Platz. Das kostet uns wenig. Wir haben dann den Bauplatz ohne Ende. Wir haben Baumaterialien, die wir nicht drüber schippen müssen. Also wenn wir Fleisch auch mal beschaffen. Mehl benötigen wir noch. Ihr könnt das Brot auch direkt da herstellen lassen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Direkt an der Quelle. Ah, es reicht, wenn wir Mehl beschaffen. Damit haben wir das erstmal frei. Dann können wir den Kram noch dazu benutzen, theoretisch. Kohle. Kohle? Ich glaube, Kohle werden wir nicht brauchen. Aber Kohle ist nämlich kein unendlicher Vorrat da unten. Nehmen Sie halt aber die Kohle mit. Und dann ladet aus in Isla Serena die Kohle. Kartoffelstoff können wir da unten auch herstellen. Also wir können alles herstellen, was uns da fehlt, was keine Fruchtbarkeit benötigt. Mehl. Fleisch. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Gewürze und Leinenkutten. Darum kümmert sich dann hier die Akasta 3. Viel Spaß. Ich helfe euch gerne aus. Der Geheimbund setzt hohe Erwartungen. Salam alaikum. Ihr Capricorn benutzt dieses hier. Wo ist unser Ziel? Da. Flaggschiff kümmert sich drum. Das macht das. Gut. Jetzt wollen wir das haben. Insel wurde erfolgreich kartografiert, war irgendwo hier unten. Da. Ach, nur eine. Okay, das ist gut. Dann mach das mal. Wie steht es um die Erfüllung eurer Pflichten? Soweit ganz gut. Sagt mir, dass du eine weiße Flagge hast. Ich bin froh, euch endlich wieder zu sehen. Sagt mir weiße Flagge. Sagt mir weiße Flagge. Sagt er. Als erbärmlich hier. Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? Weiße Flagge. Mitnehmen. Kannst du mitnehmen. Und dann brauchen wir noch eine. Quick Save. Speichern. Wir haben eine weiße Flagge gekriegt. Das ist wichtig. Da haben wir nämlich Spielzeug, das wir nutzen können. Spiel gesichert. Was hat der Volk gerade? Das ist bei Wirtschaft. Wo hat jemand denn die... Ich frag gar nicht erst. Zwei. Wir brauchen immer noch zwei? Ja, was soll's. Ich zwei habe finden erwartet, bestimmt noch, bis wir fertig sind. Gut. Fleisch können wir jetzt da unten, wollten wir unten das noch herstellen, weil wir hier echt Platz haben. Und guck mal, das Spiel stürzt jetzt direkt ab, den wir gespeichert haben. Wie gewieft, dass wir gespeichert haben, als wir es getan haben, nicht wahr? Waren das jetzt überhaupt 20? Ich glaube, das waren gerade mal so 30 Minuten, bevor das Spiel abgestürzt ist. Ihr seht, warum ich das Szenario so schnell es geht hinter uns bringen möchte. Und mit so schnell es geht meine ich, sobald wir alles so schön gebaut haben, wie wir es wollen. Aber ich werde mich dem hier nicht ergeben.
Wir wissen ja natürlich alle, dass wir schon vor gefühlt 3 Monaten hätten fertig sein können hiermit. Aber ich verspreche, alle anderen Szenarien werden mit entsprechender Effizienz geregelt. Ohne zu größeren Schwachsinn. Also laden wir. Einige von denen auch nicht mal mit IAM. Aber solche Aufbauszenarien wie Elysium oder Karges Land werden wir definitiv mit IAM machen. Es macht das vielleicht alles ein bisschen einfacher, gebe ich zu. Aber auch interessanter. Es sind aufbaubasierende Szenarien. Und gerade so etwas wie Archipel oder so, wo wir auch mit sehr, sehr wenig Platz arbeiten dürfen, da sind die Bewässerungskanäle, die wir haben, sehr wichtig. Nicht, dass wir dadurch viel mehr Platz hätten, aber es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir Venedig bauen könnten. Werden wir wahrscheinlich nicht können, weil die Anforderungen für Venedig prinzipiell höher sind, als was das Szenario von uns will. Aber ihr wisst, was ich meine. Andere solche questbasierenden Szenarien, da würde ich wahrscheinlich sogar eher auf das reguläre Spiel zurückgreifen. Nur um sicher zu gehen, dass da nichts irgendwie durch die Gegend pimmelt, was wir nicht wollen. So. Euer Ruf eilt euch voraus. Euer Besuch wärmt das Herz eines alten Mannes. Wärmhärter. Gut. Wir haben das Schiff, ja, wir haben es losgeschickt. Das Flaggschiff jagt sein Ziel gerade. Wie ist das überhaupt? Ein bisschen Kleingeld, in Ordnung. Was bauen wir jetzt hier weiter? Nee, genau, wir waren jetzt gerade dabei, dass wir hier Fleisch herstellen wollten. Zwecks dessen brauchen wir Salz. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die Details bleiben besser unter uns. Die Details. Nein. Es handelt sich um eine dringende Stadt. Nein. Lasst euch nicht beirren. Ich zähle auf euch. Nein. Salz. So ist es recht. So. Dann tun wir überall Salz dran. Nein. Was machst du, Salzfeld? Das war nicht, was ich von dir wollte. Störe meine Ästhetik nicht. Haben wir unser Vertrauen zu Recht in euch gelegt? Ja, hast du. Egal, es fällt mir nur auf. Es gefällt uns, wie gehorsam ihr eure Pflicht gegenüber eurem Kaiser erfüllt. Gib das her. Nein, komm zurück. Ihr könnt in einer wichtigen Staatsangelegenheit von großem Nutzen sein. Wir legen sie vertrauensvoll in eure Hände. Mach. Eskortieren Sie ein Schiff aus dieser Region. Ihr könnt in einer wichtigen Staatsangelegenheit von großem Nutzen sein. Ich würde sagen, das Schiff kann sich darum kümmern. Wichtige Staatsgeschäfte. Seid euch unseres uneingeschränkten Wohlwollens gewiss. So, wo ist das Piratenschiff? Da. Könnt ihr den? Gebt den darüber. Geh mit.
Gut, jetzt wo wir hier Salz herziehen können. Übrigens habe ich absolut gar keinen Grund, dass wir diese Straße nicht haben. Aber jetzt, da wir das haben, können wir dann zu dem Salz die... Sie konnten das feindliche Schiff rechtzeitig abfangen. Wunderbar. Fleischereien bereitsetzen. Vier Salz machen, haben wir dann... So setzen wir vier davon hin. Nein, Pipettenmodus! Wo bist du hin? Komm zurück. Lukrativ. In jeglicher Hinsicht. Je. Und den hier. Spiel! Geht es noch entsprechend? Ich möchte da draufklicken. Ihr Fleischer erfordern 8 von den Rinderherden. Dein Geld ist bei und mir. Und dann im wird Besten. Das gehen. So, hier müssen wir natürlich die Kanäle weiter fortfinden, wie wir es bisher gemacht haben. Da wir im Orient bauen, sind die Kanäle deutlich effizienter. Das bedeutet, wir werden sogar weniger Platz benötigt für die Rinderherden. Was den Orient eigentlich sehr nützlich macht für alles, wo wir nicht explizit anbauen müssen. Oder wo wir keine expliziten Fruchtbarkeiten verbrauchen.